Jo, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Während ich hier gerade aus unserer Werkstatt rausgehe, gehe ich nämlich zum Lupo. Der kriegt jetzt hier eingebaut einen neuen Lichtpieper, weil der im Tacho kaputt ist. Und wir im Moment keine Möglichkeit finden, weil wir nicht genau wissen, was da kaputt ist, das zu reparieren. Tacho-Ausbau-Video habt ihr jetzt dann wahrscheinlich vorher schon, also gab es vorher dann wahrscheinlich schon auf dem Kanal, obwohl das eigentlich ja das Video schon sein sollte. Jetzt gehen wir hier mal wieder rein. So, Lichtschalter ausbauen hatte ich da zwar auch schon gezeigt, aber mache ich jetzt dann nochmal. Reindrücken, auf Halbmast drehen, weil da kann man auch gar nicht. Also auf Hälfte zwischen 0 und Standlicht. Dann kann man ja einfach rausziehen. Jetzt müssen wir halt gucken, weil wir den nicht weit genug rauskriegen, um hier vernünftig ranzukommen. Oh doch, jetzt kommt er. Ja, das sollte reichen. Irgendwo schien das Kabel vorher gehangen zu haben, jetzt geht's auf jeden Fall. Das heißt, wir suchen uns jetzt gleich das richtige Kabel raus, wo wir rangehen müssen. Und wir sehen uns gleich wieder. Wir haben jetzt, oder Florian hat jetzt die passenden Kabel rausgesucht. Und zwar, was haben wir? Ach ja, wir haben Zünd. Und Zünd Plus und Lichtsignal vom Licht. Steht auf der Verpackung von dem Teil so drauf. Ja. Das sind welche Kabel? Zeig mal eben. Das ist Zündungsplus, das schwarz-gelbe. Mhm. Und das grau-blaue ist Signal vom Standlicht. Also ich weiß jetzt nicht genau, welches Standlicht. Diese Kabel hier vorne, das grau-rote, das grau-grüne und das grau-blaue, die werden bei Standlicht mit Plus versorgt. Also ich gehe mal stark davon aus, da wir ja drei Standlichtfunktionen haben, das Kennzeichenlicht, die Standlichter hinten und die Standlichter vorne, dass es die drei sein werden. Okay. Woran ich das da jetzt anschließe, ist völlig irrelevant, weil es ja alles Signal kriegt. Also völlig egal. Und ich muss den Kabelsatz doch weiter aufschneiden, es hilft alles nichts. Ja. Ich schalte mal ihn wieder weg, einfach aus Sicherheitsgründen. So. Gut, dann brauchen wir einmal, wenn ich jetzt wüsste, wo ich sie hingelegt hätte, wie immer, da, neben mir. Zange, durchschneiden den Scheiß. Vorher vielleicht eventuell den Schlüssel abziehen, wäre eine Idee. Nicht, dass wir gleich irgendwo mit irgendwas irgendwo rankommen, wo wir nicht rankommen wollen. Das ist schon sauber alles. Dom. Ja, schon abkriegen, ne? Dom. Ja, ich komm schon. Die Zange schneidet nicht. Was? Das Kabel nicht durch. Gib mir eine vernünftige, bitte. Dann nimm mal die nächste. Ja, danke. Die ist auch rostig. Ich merke das schon. Der ist wirklich kacke. Ja, ach was. Sag bloß. So, Abisolierzange. Dann isolieren wir den ganzen Mist erstmal ab hier. So gut es denn geht. Am besten ohne alles zu zerreißen oder irgendwas abzureißen, was nicht abgerissen werden soll. Wenn wir die Kabel jetzt noch kürzen, dann wird das hier langsam echt kritisch. Dann musste ich dann nämlich gleich was zwischenlöten. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also Lötkolben haben wir hier natürlich auch schon vorbereitet. Weil wir professionelle Idioten sind. Das ist meine Frage, sind die genau so? Nein. Ich habe hinten noch nie gearbeitet. Doch. Nein. Ich hab nur vorne, hinten habt ihr. Ich komm. Ja, nebenbei, nur zu eurer Information, Tom macht gerade an seinem Auto ein bisschen was an der Bremse. Das habt ihr, falls ihr das Video gesehen habt, auch gesehen, dass er das erste Mal gemacht hat. Jetzt ist da wieder was fällig und jetzt hat er ein bisschen Fragen nebenbei. Das ist hier mal ein bisschen am Rumlaufen. Also nichts bedenken, das ist völlig normal. So, jetzt haben wir... Hat der Typ den Bildschirm schon wieder gedreht und ich sehe nichts. Meine Güte. Dieses Teil hier. Das ist so ein Lautsprecher, der extra dafür gedacht ist. Ich glaube, er kennt gerade gar nichts. Auf der Verpackung steht, also ihr müsst wissen, da ist eine Elektronik drin, ne? So weit, so gut. Die braucht einmal, Sekunde, ich muss selber auf die Anleitung gucken, wie ich diese Scheiße erzähle. Das rote Kabel an die, an das Licht und das schwarze Kabel an die Zündung. Rotes Kabel Licht, schwarzes Kabel Zündung. Rotes Kabel, Licht, schwarzes Kabel, Zündung. Okay, alles klar. Rotes Kabel, Licht, schwarzes Kabel, Zündung. Merken wir uns das. Das ist extra dafür gedacht, für solche Sachen, dass man das nachrüsten kann, wenn der Lichtpiepser kaputt sein sollte oder so. Ja,
das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Ich werde mir jetzt noch irgendwas überlegen, dass ich da Schrumpfschlauch rumkriege oder so. Und dann werde ich das löten und das wird jetzt vermutlich im Schnelldurchlauf laufen, weil das wird etwas dauern. Eben schon gehört. Wir haben ausprobiert, dass das Ganze funktioniert. Mit Lichtschalter dran. Jetzt habe ich das mit den Schrumpfschlauch immer festgemacht, dass alles gut ist. Ja, nun ist dieses Isolierband völlig unnötig und mir egal, dass es aufgeschnitten ist. Habe ich nicht gesagt. Ach so, andersrum. So, Lichtschalter ist dran. Der ganze Lachs muss jetzt da hinten irgendwie rein. Aber das hat mich immer vorbereiten dran. Oh, nochmal. Perfekt. Der hängt jetzt halt irgendwo hinter genau vor, ne? Ja. Also hilft Hauptsache er warnt. Ja, richtig. Wie so ein kaputter Gebläsemotor oder so, Alter. Oh, geil. So, Kamera her. So, zoomen wir eben weg hier alles. Was wollen wir jetzt machen? Lichtmittelkonsole gleich raus. So, Dom hat dieses Video angefangen, ich beende es. Ihr habt ja gerade eben gehört, der Lichtpiepser funktioniert jetzt. Also sobald wir, ich demonstriere das nochmal eben, Zündung aus. Wunderschönes Geräusch, aber es warnt auf jeden Fall, also muss reichen. Hilft alles nichts. Ja, im Hintergrund seht ihr Toms Auto. Völlig irrelevant für dieses Video, aber macht nichts. Das ist die Ursache der Geräusche gerade eben. Gut, dann verabschieden wir uns auch wieder. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Das kann ja auch jeder nachbauen, denke ich mal. Auch wie gesagt, wenn das mit dem Löten ein bisschen scheiße ist vielleicht. Aber das kriegt man auch hin. Und sonst nimmt man halt Kabelschuhe zum Krimpen oder irgendwas. Das ist alles machbar. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne in die Kommentare und viel Spaß beim Schrauben.